Tag, schön, dass du dabei bist. Ich bin Mechthild Lacher-Lehmann, Diplom-Sportlehrerin und Kursleiterin hier in diesem schönen Gesundheitszentrum. Ja, in diesen besonderen Zeiten, die uns viele Einschränkungen auferlegt, ist es wichtig, dass wir uns auch zu Hause bewegen und fit halten. In den nächsten 5 Minuten möchte ich mit dir einige Mobilisationsübungen machen und wenn du magst, kannst du anschließend weiter einige Fitnessübungen mit mir machen. Okay, wir beginnen. Du brauchst dazu eine Matte oder einen Teppich, bequeme Kleidung und gute Laune. Okay, setz dich in einen lockeren Schneidersitz. Wenn dir das zu unbequem ist, kannst du auch den Langsitz nehmen. Wichtig ist, dass du relativ bequem sitzen kannst. Dann beginne bitte einfach mit ein paar Atemzügen, tiefe Einatmung und Ausatmung. Komm mal etwas zur Ruhe. Beginnst du dann mit deinen Schultern zu kreisen, nach vorne, nach hinten und unten. Einatmen, vorne nach oben, ausatmen, hinten nach unten. Einatmen, vorne nach oben, ausatmen, nach unten. Schau, dass du bei jedem Kreis ein bisschen größer wirst und so deine ganzen Schultergelenke und deinen Brustkorb ein wenig mobilisieren kannst. Stell dir vor, der Kreis wird immer größer und du ziehst deinen Brustkorb weit auseinander, Schulterblätter eng nach hinten und unten. Ein und aus und ein letztes Mal ein und aus. Perfekt. Beweg dich ein bisschen. Nun machen wir was für unseren Nacken und unseren Kopf. Nimm die Hände seitlich deines Körpers. Neige dein rechtes Ohr zur rechten Schulter. Mit der Ausatmung gehst du über vorne mit dem Kopf zur linken Seite. Linkes Ohr an der linken Schulter. Einatmen und ausatmen. Zur anderen Seite rollen. Ein und aus. Wenn du magst, nimmst du den Gegenarm und drückst ihn dabei noch auf den Boden. Ausatmen. Gegenarm drücken, aus, ein, Gegenarm drücken und aus. Okay, roll dich wieder nach oben. Sehr gut. Die nächste Übung heißt Meerjungfrau. Da neigen wir unseren ganzen Oberkörper von der einen Seite zur anderen Seite. Stütze bitte dazu deine Hände seitlich am Körper auf, richte deinen ganzen Körper auf, Bauchspannung, Beckenboden einziehen, Bauchspannung aufnehmen. Mit der Einatmung geht dein rechter Arm nach oben und dein Körper neigt sich weit nach links. Ausatmen, zurückkommen. Einatmen, andere Seite, nach rechts neigen. Ausatmen, zurück. Ein, zur Seite neigen. Aus, zurück. Schau, dass du mit den Sitzbeinhöckern die ganze Zeit auf dem Boden bleibst. Schau, dass du deine Seiten gut aufdehnst, dass du Platz und Raum schaffst in deinem Brustkorb. Ein und aus, ein und zurück. Sehr schön. Wir haben die Wirbelsäule seitlich bewegt. Jetzt wollen wir sie vorne und rückwärts rollen. Dazu setzt du dich bitte aufrecht hin und drückst deine Fersen in den Boden. Deine Hände legst du unterhalb deiner Knie auf die Oberschenkel, richtest dich aufrecht auf, drückst die Sitzbeinhöcker gut in den Boden und nun rollst du mit der nächsten Ausatmung über die Sitzbeinhöcker nach hinten ab. Roll deine Wirbelsäule nach unten und richte dich mit der Einatmung wieder auf. Ausatmen, abrollen nach hinten, einatmen. Diese Übung bitte spürbewusst, sodass du merken kannst, dass jeder einzelne Wirbel bewegt wird. Einatmen, aufrichten, ausatmen, nach unten gehen. Willst du mehr? Nimm deine Hände von den Knien weg, mach diese Übung freihändig. Ausatmen und einatmen. Zieh dich nach oben auf. Ausatmen, Bauchdecke legt sich an die Wirbelsäule. Einatmen.
legst du jetzt deine Hände an deinen Hinterkopf. Und mit der Ausatmung rollst du nach hinten und ziehst das gegenüberliegende Bein zum gegenüberliegenden Ellbogen. Ausatmen und einatmen. Aus, zusammenrollen. Ein, aufrichten. Aus, zusammenrollen. Einatmen, aufrichten. Noch zwei. Und die letzte. Eins. Sehr schön. Super. Fast sind wir durch mit der Mobilisation. Die letzte Übung ist auch eine sehr schöne. Da drehen wir die Wirbelsäule in der vertikalen Richtung. Du setzt dich wieder auf mit aufgestützten Beinen auf den Boden. Nimmst die Arme nach oben. Atmest ein. Jetzt streckst du dein linkes Bein und drehst deinen Oberkörper nach links auf. Ausatmen. Einatmen. Zur Mitte zurück. Ausatmen. Zur anderen Seite. Ein. Zur Mitte zurück. Und aus. Und nun schau, dass du auch mit den Armen weit auseinander ziehst. Dass du dir Raum und Platz schaffst. Stell dir vor, du wolltest deine Flügel aufspannen und die Wände auf der anderen Seite berühren. Entschuldige, manchmal verspricht man sich, aber ich hoffe, du nimmst mir es nicht übel. Ausatmen, ein. Ausatmen, ein. Ein letztes Mal. Aus, ein. Okay, perfekt. Das war die Mobilisation. Schön, dass du dabei warst. Wenn du magst, klickst du jetzt einfach das nächste Video an. Machen wir ein bisschen mehr Kräftigung. Dankeschön.